Wieder zurück in Borderlands The Pre-Sequel. Diesmal ohne GTA 5 Installation, ohne Unterbrechung, hoffe ich zumindest. Abspielen kann das Spiel natürlich immer noch. Oh, jetzt hast du es heraufbeschworen. Danke. Aber es ist nicht mehr so wahrscheinlich. Richtig, ich habe einen Stressfaktor minimiert. Du hast da immer so einen Grundstressfaktor. Na, das sowieso, ja, ja. Mats ist ja schon gestresst, wenn er früh aufsteht. Na, da bin ich sogar am gestresstesten. Also, danach legt sich das wieder. Aber wenn mein Wecker klingelt, dann ist das schon vom Stresslevel her unterste Schublade. Braucht ihr doch nicht gleich aufzuhören, auf mich zu schießen. Danke für die Luftunterstützung, Wilhelm. Ah, bei dir. Der ist ja infiziert, geht. Mit was denn? Weiß ich nicht, steht da. Zu Zombies. Zombie-Kill. Duell. Let's Beyblade. Oh, das war noch Zeiten. Vertrau auf das Herz der Karten. Ja, immer. Mich kriegt ihr nicht. Medi-Trap on the way. Business as usual. Danke. Gar kein Problem. Ich mag dieses Pflong-Geräusch, wenn der Helm runterfällt. Was kratzt mich denn hier so? Ist ja schlimm, ey. Du bist doch keine Katze. Hä? Meditrap on the way! Aber Meditrap war trotzdem on the way. Meditrap on the way! Du musst bloß mal nach unten kommen irgendwie. Drop it like it's hard. Oh nee. So. Offenbar hat meine Unglaublichkeit schon abgefärbt. Los, Wilhelm und Korken vor! Wo ist denn hier das nochmal? Ach, das ist ein Robot seiner. Ey! Du Lösche, du! Du! Was müssen wir machen? Bin mir nicht ganz sicher. Zentrale. Wir müssen die Wartungszentrale betreten. Das ist die Hauptquest, die wir gerade machen. Da soll ich mal wissen, ob wir noch was anderes haben. Nee, haben wir nämlich gar nicht. Nee, die hatten wir bewusst das letzte Mal angefangen. Also nicht. Bewusst. Bewusst! Hä? Ich habe 2 Skin-Anpassungen im Inventar. Ich frage mich gerade, warum ich die nicht verwende. Hätte vielleicht vorher gucken sollen, für was die sind. Naja. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Wird schon recht sein. Ich hatte hier schon lange kein Token mehr. Ja, apropos. Nein, oh scheiße. Oh, mal die Tür auf. Ach nee, der Roboter nicht. Na, nö. Ja, wir machen schon mal die Schleuse auf, Robert. Ach, die waren doch letztes Mal schon mal. Stimmt. Oh, ja, ich erinnere mich. Wir haben dann irgendwie gesagt, dass wir, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, darauf achten müssen, dass wir nicht wieder alles von vorn machen. Haben wir verkackt. Ich weiß noch, dass ich irgendwie hier runtergesprungen bin und ich es total geil fand. Und vielleicht sterbe ich jetzt, aber es ist schon wieder total geil. Oh, yes. Also, was hat denn deine Drohne für ein Betriebssystem? Huh? Whee! Das Ding. Kann doch mal wieder keinen Überblick, aber ich hab meinen Spaß. Oh, ich krieg sogar ein Level-Up dafür. Da werde ich doch so gleich mal einen Skillpunkt verteilen. Was haben wir denn hier so? Näh. Ja, ich erhöhe mal unsere Magazingröße, ne? Das ist gut. So eine Teamfähigkeit. Ajo. Weil ich nämlich der höchste Teamplayer bin. Das wisst ihr bloß alle noch nicht. So. Nee, aber... Bist du schon Mazat? Ich weiß nicht, ich mache ja von Sprungbett zu Sprungbett. Das macht Spaß. Hey Sugar, ich höre, du willst den Laser abschalten. Ja, das ist der Plan. Und nenn mich nicht dauernd Sugar, ja? Hör zu, was immer du vorhast, es wird nicht klappen. Ein Laser dieser Größe mit so viel Energie? Sarpedon hat ihn garantiert so manipuliert, dass die ganze Station hochgeht, wenn du versuchst, ihn zu deaktivieren. Sie... Ja, hundertprozentig. Verdammt, warum habe ich das nicht kommen sehen? Zum Glück hast du ja ein Technikgenie an deiner Seite, Sugar. Ich helfe dir, den Laser abzuschalten. Kein Wenn, kein Aber, keine Explosion.
Danke, Mox. Ich weiß das zu schätzen. Ich schick dir gleich die Pläne. Okay, ich habe einen Plan. Roland und Lilith, geht zum Reaktor der Station. Jack, dich und deine Kammerjäger brauche ich beim Auge der Helios selbst. Sobald alle am Ziel sind, sollten wir den Laser abschalten und den Mond retten können. Du bist so heiß, wenn du auf Technikerin machst. Ich weiß. Irgendwie bist du ein bisschen falsch, Matze. Bin mir nicht sicher, weil ich bin näher am Ziel als ihr, glaube ich. Könnt ihr mich hören eigentlich, wenn ich was sag? Ja. Ja, ja. Eh. Die Frage ist, wollen wir dich hören? Ja, wäre schon cool. Nee, gerade ist mein Sound ausgefallen. Komplett, jetzt kann ich euch wieder hören, aber das Spiel nicht mehr. Nee, ja. Naja, das Wichtigste ist ja dann da. Na gut, ob das wichtig ist, was du sagst, weiß ich jetzt nicht, aber... Sag mal. Stimmt, Bapule. Wir waren das letzte Mal heruntergesprungen, ne? Alle in das Loch, ja. War das ja, richtig? Ja. Ich glaub schon. Du falsch, kann's nie gewesen sein. Ich glaube, wir hatten uns schon das letzte Mal so auseinander bewegt. Ja, irgendwie aber schon. Ja, ja. Ich glaube, da war ich aus Versehen runtergefallen. Diesmal war es allerdings voller Absicht. Na, dann fall ich auch mal. Fällst du bis ganz runter, Kevin? Ja, wäre ich müssen, weil hier unten Benny ist. Oh. Also ich lenke die ein bisschen ab. Ich hab vergessen, dass ich einen Raketenwerfer hab und mich längst hätte wiederbeleben können. Jetzt nicht. Bist du ne... Wo ist ein Matze? Sowas. Ganz weit weg wieder mal. Ich hab hier Weltraumschrott gefunden. Nimm den mal mit. Na, da komme ich aber nicht hin. Ja, dann lässt es halt. Ah, hier sind Gegner. Hey, wieso ist das Ziel jetzt da hinten? Das war doch gerade noch ganz woanders. Ja, da drüben. So wird ein Schuh draus. Nächstes Ding. Ich hab gerade auch ein bisschen komischen Actions geaktiviert. Nee, ich nicht. Also ich vorhin, aber momentan nicht. Ja, mir geht's aber auch so. Ich dachte, mein PC kackt gerade wieder ab, aber... Nee. Na sag mal, was ist denn mit dir schief gelaufen? Vielleicht ist es der. Ja, da war's ja. Boom. So sterben sie doch bitte. Nö. Wo willst du denn hier hingehen? Ah. Dann. Vielen Dank, ihr Ableben war meine Präferenz. Hui! Dann habt ihr es auch langsam mal geschafft. Ich turne hier schon die ganze Zeit hin und her. Und warte. Auf was wartest du denn? Na, auf euch? Hast du nie gesagt. Ich hab doch gesagt, ich bin näher am Ziel als ihr. Das heißt nie, dass du richtig bist oder dass du näher bist. Natürlich heißt es, dass ich richtig bin. Alles klar. Max ist immer Aspen per se richtig. Richtig. Die haben mein Schild genollt! Was? Merkt es schon. Marine, ich hab mir marinierter Infanterist gelesen. Ja, die sind alle voll mariniert. Naja, es kann nur praktisch sein, wenn ich die mit dem Laser zerteile. Eigentlich nicht. Meditrap is on the way, Kevin. Keine Sorge, ich hab das alles unter Kontrolle. Wer hat mir den jetzt geklaut? Niemand. Also ich war es nicht. Ich kann es ja schon generell nicht gewesen sein, weil ich dich ja wiederbelebt habe. Also alles cool in der Mitte. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Irgendwo relativ hier in der Nähe. Tendenziell. Vielleicht dort rein? Ja, bin ich dabei. Also, nur so ein... In der zentralen Wartungsabteilung sind viele Daltroppen. Da musst du dich durchkämpfen. Hey! Robert, komm rein. Okay. Komm nicht mehr raus. Den kralle ich mir, bleib hier.
Halt die Tür auf. Mensch, was ist mit dir? Oh, der wird hinten! Ah, der wird hinten. Lass sie fertig, Viecher! Lass sie fertig! Haben wir's dann? Ja, den Flieger können wir ja noch runterflatschen. Was, die Flieger? Wo ist hier eine Flieger? Ich glaube, da kommen immer neue nach. Wollen wir reingehen? Ja, Sekunde. Jetzt bin ich aber sauer. Du musst weiterkämpfen. Wenn ich bemerken dürfte. Cool! Jetzt sind wir beide super toll fantastisch! So, jetzt machen wir mal reingehen. Könnte sogar sein, dass Robert recht hatte. Ja, ich war auch erstaunt, aber... Könnte tatsächlich sein. Die Option besteht. Ach, sind fein. Stirr, hört's auf den Fall. Ah, Hilfe. Ich hatte gerade ganz kurz Orientierungsprobleme. Hier gibt's was für die Gesundheit. Hahaha, wo ist dein Gott jetzt, hä? Eingesetzt. Kann man denn auf den Schild zielen? Welchen? Welchen? Nur du hast so geplatzt. Was sagt man dazu? Nee, das ist wieder so ein flammiger Marinierter. Marinierter. Der Mond muss untergehen. Doch. Was? Eine Badass-Beule. Er hat gesagt, wir sind hier nicht die Bösen. Habe ich gesagt, doch. Sehe ich anders. Wobei, wenn man es genau nimmt. Nein. Okay. Ich halt nicht genau. Ah, tatsächlich, jetzt sehe ich die Badass-Beule auch. Der sieht auch nicht hübsch aus. Los, spreng ihnen ins Gesicht, Frieder! Ich glaub mir die Kugeln auf deinem Gesicht! Oho. Die werden ja hässlich, wenn ich die Maske abmache. Echt hier? Ach, du bist schon tot. Er ist tot? Na, irgendjemand vor mir war gerade schon tot. Aber ich habe noch voller Inbrunst ein bisschen Laserlicht reingepustet. Und war cool? Ja, doch. Hatte seine Momente. Ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Wird's denn jetzt so lang gehen? Na, tendenziell hier hoch, oder? Motornase, na. Und dann hier so Trude Dor, dort wo Benny schon ist, und die Waffenkiste suchen. Oder, was auch vollkommen unwahrscheinlich ist, dass ich zum Ende der Quest gegangen bin. Der Questmarkierung. Ja, aber wenn da zufällig eine Waffenkiste wäre, wärst du auch nicht abgeneigt. Nö. Roter Knopf, dann drück ich mal. Passiert nichts. Wer das schön? Oh, noch ein roter Knopf, den drück ich mal. Passiert nichts. Hier drüben! Dieser Tunnel führt zum Laser. Geh weiter! Nö. Ach, dort unten. Da, wo Kevin steht. Whee. Flunk. Kämpf dich durch die Abwehr der Legion! Du bist fast draußen! Oh, der ist aber schön geplatzt. Was war denn das für eine Waffe? War mein Sniper. Nice. Mit dem ersten Schuss habe ich so eine Fähigkeit, wo die dann explodieren können. Muss also das finde ich jetzt nicht okay. Schaffen wir das mal einen Sprung? Klar. Wir müssen anders an den Laser rankommen. Okay, wie wär's damit? Wenn wir in den Plasmaleitungen eine Kettenreaktion auslösen, wird ein Loch in die Station gesprengt, durch das du zum Laser klettern kannst. Dazu musst du die Plasmaregler ausschalten. Finde und zerstöre sie. Moment. Hör ich recht? Ein Loch in die Station sprengen? Sind Sie völlig... klingt ziemlich verantwortungslos, was? Sie sollten mich wohl feuern. Oh, Moment! Ihr Penner habt keine Ahnung, was auf euch zukommt!
Frage ist, wo ist denn dieser Flieger jetzt hin? Meditrap ist da. Hätte ja auch gereicht, hätte mir den angelassen, aber trotzdem danke. Ich hätte es auch so geschafft. Hä? Aus Hilfe, Kevin? Nee. Ist einfach keine Option. Aber trotzdem danke. Ja, das Teamplay, das steigt von Folge zu Folge. Das ist der Wahnsinn. So langsam kapieren wir tatsächlich den Koop-Gedanken. Okay. Echt? Ja, ich denke, jetzt greift ein bisschen weit vor. Also ja, das fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Spielen wir Koop? Ich dachte, wir spielen gegeneinander. So, ich glaube, wir müssen die Generatoren kaputt machen, oder? Das ist doch was für dich, oder du machst doch generell so sehr gerne Sachen kaputt. Ja, ich mache jetzt auch mal hier so. Löt das mal durch. Blöde mal. Mit der Teddy-Jore läuft. So, wir müssen weiter löten. Wo lötest du überhaupt? Ach, dort. Ja. Ich sehe. Ach, die. Ich habe gelötet. Jetzt bin ich unten. Keine Ahnung, wo ich bin. Nein! Oder vielleicht doch. Okay, gut, ging. Ja, könnte sein, dass es zu einer explosiven Dekompression kommt. Versuch, nicht ins Weltall gesaugt zu werden. Super. Robert, was machst du da? Alles klar, Robert sehen wir auf einmal. Andromeda wieder. Ja. Alpha Centauri. Naja, soll auch ganz schön sein, sagt man. Ach, sagt man das? Ja. Das waren ja bloß $700. Dollar. Ach, du bist gestorben? Dollar. Ja, ich hab ins Weltall gesogen. Oh. Hä? Was geschah? Ich hab keine Ahnung. Alles cool, Meditrap ist da. Was geschehen ist, kann ich dir sagen. Neben dir ist mein Aspis explodiert und er hat eine Fähigkeit, der dich dann automatisch wiederbelebt, wenn das passiert. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich wirklich nicht schlecht. Aber es ist, glaube ich, eins der ersten Mal, dass es passiert ist, oder? Hast du die Fähigkeit schon länger? Ich habe die schon ziemlich lange, ja. Mir so noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt, dass es geklappt hat. Mir auch nicht. Aber ist jetzt nichts gegen dein, gegen deine Spielweise, sondern, glaube ich, eher ein Problem von dem Charakter, oder? Bisschen schon, ja. Unwahrscheinlich auch ein bisschen von unserer Spielweise. Nein. Na, vielleicht ist es die Kombination, ne? Was machst du da, Benny? Na, guck mal, da ist er noch gestorben, hä? Benny will Robert hinterher, zu Alpha Centauri. Ich lebe noch. Unfassbar. Das Problem ist, wie willst du denn da wegkommen? Ich hab keine Ahnung, ich schaff das. Das Problem ist, wo wollen wir denn jetzt hin? Schaff's doch nicht. Springt so. Nein, ich hab die Maus zu schnell bewegt. Oh, nee, ich scheiße. Glaub, wir müssen auf das Feld verdammt. Unten, oder? Aber welche? Kommt man hier weg, Benny? Nein. Oh, scheiße, ich hab die Maus zu schnell bewegt. Ja. Ich bin zu weit gedreht. Sicher? Ja. Warum kommt man jetzt hier weg? Gar nicht. Bin ich bis jetzt der Einzige, der noch nicht gestorben ist? Das ist ja witzig. Wir sind noch nicht gestorben. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ach, darüber. Das kriege ich hin. Es kann zwar dauern, aber ich, I'll be back. Naja. Wo müssen wir denn hin? Naja, irgendwie zum zweiten Plasma-Booster. Richtig, es war nicht klug, sich hier runter zu manövrieren. Wir müssen nach oben. Na, sieh mal. Ach, das doch. Auf dem Weg habe ich eine Waffenkiste gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher, warum mir Robert hinterhergesprungen ist. Aber ich habe eine gefunden. Oh je, das sieht mir nach einem Wand aus. Kann man dann ein Sprungbrett nehmen, womit man dann dorthin kommt? Ja, was? Dann. Wow. Neuspawn, sagt er. Nee. Oder wenn ich was gleich sterbe. Ja, das ist wieder gegen meine. Mit Boost hier. Sauerstoff. Naja, funktioniert bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Nee. Also, ich habe mich direkt davor gestellt, dann im Moment des höchsten. Sprungmaximums habe ich geboostet. Schön. Geht doch, Kevin. Wissen wir, was du hast? Nein! Das war so knapp. Du darfst nicht nach vorne drücken, sondern einfach nur nach oben springen. Geh mal ganz an die Wand ran. Dann drück Sprung. Und dann im höchsten Moment nochmal Boost und nach vorne. Das Problem ist, wir haben jetzt ein anderes Problem, dass wir nämlich hier nicht weiterkommen. Dann kannst du auch klar runterspringen, Kevin. Kannst halt gleich sterben. Komm, Robert, wir springen gemeinsam. Okay, Suicide hier und Bro so. Bro Jump. Auf 3. Aber du springst doch wirklich mit, ha? Na, ja, natürlich, aber du musst auch mitspringen. Okay, 1, 2, 3.
Wo respawnt ihr eigentlich? Wisst ich will die Kackkugel da erwischen. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass wir beide springen, Robert. Ich auch nicht. Ich hätte gedacht, einer macht einen Rückzieher. Ich wusste nicht mal, wie ich es machen sollte. Naja, ist doch schön, dass wir uns da so einig waren. Definitiv, ja. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir... Ach so, ich sehe schon, wie es lang geht. Okay. Ich habe die Messung also analysiert. Hier unten auf das Sprungpad drauf? Ich verfolge mal euren Weg und hoffe, dass es richtig ist. Warum sind wir uns nicht auf die Idee gekommen, auf das Sprungpad hier zu nehmen? Hä? Welches? Ja, das, was du anscheinend irgendwie... Hä? Ach nee, da komme ich ja wieder hierher. Ja, das ist falsch. Da, wo ich bin... Nee, warte, ist richtig. Ich hab's. Was, wo ist du bist, so? Ist doch nicht richtig. Nein, wo ich bin, ist richtig. Da gibt's ein Sprungpad genau da. Ach so, na, das sieht doch gut aus. Wusste ich doch. Aber wir können mal einen Sauerstoff anmachen hier. So, Freunde, durch seine. Klar. Noch sind durch. Der Papa setzt sich jetzt erstmal ins Geschütz und knallt die Flieger hier ab. Alter, nicht. Na gut. Während sich der Papa hier mit seinem Geschütz vertraut macht und wir vermutlich alle qualvoll sterben, machen wir lieber einen Folgencut. Sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei. Wir hoffen, wir sind dann noch dabei, wenn Robert so hier anfängt zu ballern. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Man sieht sich. Ciao. Ja, tschüss.